Kann mich ungefähr entsinnen. Ich glaube, wir gehen erstmal in den Lobby. Karte. Wo will er uns jetzt hinlotsen? Da kommen wir noch nicht rein. Maschinenlabor könnten, in die Lobby könnten wir. Und von da aus könnten wir ja quasi überall hin, wo wir hin müssen. Und dafür, wir gehen erstmal in die Lobby. Ich hoffe, dass die Viecher hier nicht wieder gespawnt sind. So, Nilische Explosion. Dann. War das hier? Hallo Leo! Ich kann leider kein Battleground spielen, weil die Lobby heute schon voll ist. Oder wolltest du mir damit sagen, dass du mit mir Battleground spielen wolltest? Aber ich habe gestern schon Battlegrounds gedaddelt und ich habe heute eine Migräneattacke gehabt und dann werde ich mir das ein bisschen ruhig angehen lassen. Und deswegen heute ein bisschen entspannt prayen. Geht auch kaum schneller das Spiel, seit ich es auf der SSD habe. Hui! So. Na super. Muss ich hier nochmal ganz weiter um in die Lobby, ne? So, ich bin schon in der Lobby. Wo soll ich doch hier in der Lobby irgendwelche Game-Daten runterladen? Vielleicht hier von dem Intro. Ja, aber ich hab doch. In der Lobby steht doch. Lade die Virus die Chiffrierungsschlüssel herunter. So. Ach so, Leo. Du musst doch schon sagen, wenn du hier irgendwas nicht ernst meinst, sondern, ne? Du weißt schon. Wo ist denn das hier mit dem Chiffrierungsschlüssel? Ah. So, ich bin noch gar nicht unten in der Lobby direkt. Ah, wie komme ich denn da jetzt hin? Aufzugstür gesperrt. Ich kann nur von hier in die Lebensleitung. Rein. Ach nee. Ja, so lange ist das schon hier. Hier kann ich jetzt auswählen. Erstmal die Lobby. Ach na super. Was sind hier alles voller Viecher? Gut. Warum ist da Strahlung? Joa, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Knarren hatte. Doppelter Glukkanone, Bolzenwerfer, Schrotflinte. Habe ich denn auf der 5 mit 296 Schuss? U-Strahl. Oh, es geht jetzt schon wieder.
mega ab. Oh Gott, ich werde so sterben, ne? Anzug wurde beschädigt. Heiliger Scheißdreck. Nachladen sollte man das Ding auch. Komm schon. Geplatzt. So, da war aber noch mehr. Immer super. Wenn man... Wenn man eigentlich die ganzen Bereiche schon gesäubert hat. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Echt super. Alter. Oh, was ist das? Alter, was ist hier los? Hier sind ja so viele Mistviecher. War tot? Das sieht mir so aus. Das war ein bisschen zu knapp. Was denn? Alter, ich habe von nichts Munition, ne? Richtig nervig. Richtig nervt der Kollege. Alles klar, also, Nee. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die machen, aber ich glaube, die explodieren. Diese komischen Zystoiden. Ach, hier. Nee. Hallo? Ich hab doch das eine Vieh tot gemacht. Wo ist denn das hin? Ihr habt doch alle gesehen, wie es verbrannt ist, oder nicht? Geilomat. Also ich lass es nochmal Püree massieren. Ich habe zwei Viecher getötet, kann aber nichts aufsammeln oder was? Warum auch? Ich habe nur fast alles verschossen, was ich habe. Irgendwo muss ich jetzt Daten extrahieren. War ja hier schon überall. Rot habe ich auch noch nicht. Stufe 2, ich weiß gar nicht, welche Stufe ich hatte. Da hatte ich zum Beispiel nicht. Ich muss ja irgendwelche Daten saugen. Überbrückung. Na, das ist ja die da, vermute ich.
Ja, da wird es ja sogar angezeigt, ich Idiot. Und trotzdem wurmt mich das jetzt, dass ich hier... dass ich das jetzt hier nicht aufklauben konnte. Hier kann ich mich auch noch an eine mächtig ekelhafte Schießerei erinnern. Gab's hier nicht. Ne, gab's nicht. Shortcut für den Nahkampf. Habe ich aber nicht gründlich gesucht. Ich möchte sagen, hier waren auch noch irgendwelche Viecher. Seht doch schon wieder irgendwas Rotes. Hallo! Kannst du mir mal kurz heilen, bitte? Ich diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen könnte. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt. Gott. Und warten Sie auf weitere Anweisungen. Wahrscheinlich hier das Terminal, wo ich die scheiß Dingens extrahieren soll, ne? Scheiß Passwort. Ja, super. Hey, hier hinten drin ist sogar. In der mordsmäßig gesicherten Tür. Für die ich auf jeden Fall einen Schlüssel hab. Cool. Bei E-Mails. Morgens Psychotest. Hendrik, bitte entfernen Sie sofort alle vertraulichen Daten aus den Psychotests, besonders die von morgens Sitzungsprotokollen. Schicken Sie mir alles in mein Büro und benutzen Sie von nun an ausschließlich einen verschlüsselten Transcribe-Kanal. Ich habe Ihnen den Dechiffrierungsschlüssel schon geschickt. Sie müssen ihn an Ihrem Terminal herunterladen können. Alex Yu. Person unter Quarantäne stellen. Hendrik Trevor Young ist einer unserer Wissenschaftler. Er hat den inneren Verwahrungsbereich ohne ausreichenden Schutz betreten. Er steht derzeit in der Psychotronik unter Beobachtung und wir haben ihm sicherheitshalber alle neuesten Neuromods entfernt. Wir würden ihn aber gerne weiter unter Standardquarantäne stellen, bis wir sicher sind, dass der Vorfall keine dauerhaften psychischen Auswirkungen hatte. Arbeiten Sie mit Dr. Kohl zusammen. Danke. XU. So, an meinem Terminal herunterladen. Hier ist er doch. Hihi. So, wenn wir jetzt noch den Schlüssel für den Dingens hätten. Der ist doch hier bestimmt irgendwo. Irgendwo gibt es einen bestimmten Versteck. Ja, diese riesigen Texte lese ich mal nicht vor. Da werden wir hier noch sonst einschlafen. Ich möchte gerne hier einschalten. Wo kriege ich diesen Schlüssel her? Ja, ich habe jetzt immerhin schon mal den... ich weiß gar nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch Punkte hatte. Das Knackern habe ich sogar. Hacker 2. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Hatte mir die immer aufgespart für sinnvollere Sachen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchen ich dann rein skillen wollte. Wandeln. Gib mir das auf jeden Fall erstmal auf. Müssen wir jetzt hin. Viele.
Nutze die Schlüsselkarte, um den Lagerschrank zu öffnen. Da bin ich doch gekommen. Mein Gott, okay, wir gucken das erstmal. Ich bin in der Lobby, finde deine psychologische Beurteilung. Ja, ne? Hör dir die entschlüsselte Transkribe-Nachricht an, finde deine psychologische Beurteilung. Ja, da gucken wir doch jetzt mal, das ist doch. Wenn ihr sagen, ich muss an meinen Dingens, an meinen Abteil ran. Also an mein Terminal. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Ich habe ja schon alles gelootet eigentlich. Ich bin jetzt gerade an, ich drücke auch immer das Falsche. Habe ich das hier in den Audio-Logs drinne? Notizen, Notizen, nein. Ah. Finde ich denn die? Ich hätte gedacht, dass die hier irgendwo liegen. Hendrik DeVrice. So, warte mal. Hallo. Jetzt hier ran. Hoppla. Hey, das ist Regina Sellers. Wo ist denn der scheiß Rechner von diesem Hendrik DeVrice? Da, wo wir gerade drin waren? Natürlich. Dass ich von morgen Sitzungsprotokollen. Schicken Sie mir alles in mein Büro und benutzen Sie von nun. Ich habe Ihnen den Distribuierungsschlüssel schon geschickt. Sie müssten ihn an Ihrem Terminal herunterladen können. Weil ich. Nochmal? Nee, nicht nochmal. Doof. Hilfe! Hilfe, Leo! Hör dir die entschlüsselte Transcribe-Nachricht an. Ich habe ein gefundenes Transcribe-Entschlüssel, mit dem ich eventuell herausfinden kann, wo sich das Protokoll befindet. Ja, wo? Wenn du Handled Device findest. Ach. Muss er dann hier irgendwo tot rumliegen, oder nicht? Guck mal nach seiner Leiche. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe Sie nicht gesehen. Geh doch aus dem Weg, Junge. Ja? Nein, das ist Luther Glas. Young. Das heißt, wir suchen jetzt verzweifelt nach einer Leiche. War ich eigentlich hier noch nicht drin? Interessant. Ich muss mir übrigens wieder angewöhnen, so zu gucken. Auch natürlich nicht die Leiche, die ich gesucht habe. Wäre zu einfach gewesen. Ein Neuromod. Nicht so schlecht. Trotzdem nicht das, was ich will. Ich will die Leiche von diesem Hendrik. Kann man damit was anfangen? Aber nicht.